Moin, ihr Spackos, hier kommen die Witze des Tages. Heute Ossi-Witze. Ein Ossi und ein Wessi sterben und kommen in die Hölle. Als Strafe in der Hölle müssen sie morgens, mittags und abends jeweils eine Dose Kacke essen. Der Teufel gibt ihnen aber die Möglichkeit zu wählen zwischen Ost- und Westhölle. Der Wessi nimmt natürlich die Westhölle, der Ossi entscheidet sich für die Osthölle. Nach einer Woche treffen sich die beiden wieder, fragt der Ossi den Wessi, na, wie geht's? Sagt der Wessi, ach beschissen, jeden Tag bekomme ich pünktlich meine 3 Dosen Kacke, muss die essen und geht mir gar nicht gut dabei. Wie geht's dir? Sagt der Ossi, ach naja, geht so. Ich habe bisher nur 2 Mal was zu essen bekommen. Sind die Dosen da, haben die keine Kacke. Wenn sie genug Kacke haben, haben die keine Dosen. USA, Sowjetunion und die DDR wollen gemeinsam die Titanic heben. Die USA interessieren sich für den Goldschatz und den Tresor mit den Brillanten. Die Sowjetunion interessiert sich für das technische Know-how. Und die DDR interessiert sich für die Band, die bis zum Untergang noch fröhliche Lieder gespielt hat. In der DDR ist ein Forschungserfolg gelungen. Ein Metallbetrieb hat einen Draht entwickelt, der so dünn war, dass keiner an der DDR bekannten Messgeräte die Dicke messen konnte. Da haben sie eine Probe genommen, eingetütet und nach Japan geschickt, damit die dort die Dicke bestimmen können. Leider hat jemand vergessen, in den Brief eine Beschreibung mit reinzulegen, was die Japaner mit dem Draht machen sollen. Nach einer Woche ist das Paket wieder zurück. Die ganze Führungsriege der SED ist erschienen. Der Kombinatsleiter öffnet das Paket und liest vor. Leider wussten wir nicht, was wir mit der Probe machen sollten. Daher haben wir ein Außen- und ein Innengewinde reingeschnitten. Anfang der 80er Jahre, der Hammerwerfer aus der DDR wirft einen Weltrekord. Auf die Frage, was denn seine nächsten Pläne seien, mahnt er, jetzt kommt die Sichel dran. Ein Ossi bewirbt sich bei Wetten, das mit der Wette, er könne einen Wessi mit einem Kaffeelöffel innerhalb von 5 Minuten erschlagen. Fragt Thomas Gottschalk, was machen Sie, wenn Sie es nicht schaffen? Antwortet Ossi, dann nehme ich einen Spaten. Das war's für heute. Macht's gut, bis morgen. Nicht vergessen, Kanal abonnieren, sonst verpasst ihr was.